Es muss nicht alles anders werden. Also die gute Nachricht, es geht weiter um den Kunden. Also ihn bitte in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja in verschiedenen Unternehmen in den letzten Jahren aufgrund einer Shareholder-Value-Orientierung in den Hintergrund gedreht. Man hat nicht jetzt persönlich neben Finanzzahlen in den Mittelpunkt gestellt, also den Kunden, und schauen, welches Problem löse ich für den Kunden. Vielleicht hat er noch gar nicht die Idee, dass es überhaupt ein Problem ist. Dann muss ich das, wir haben alle diese tollen Smartphones eben gehabt, ihm noch erklären, dass er ja eigentlich ein Problem hat. Also den Kunden konsequent in den Mittelpunkt stellen und die Komplexität meistern, eben nicht mit mehr Regeln, sondern mit dem schönen neudeutschen Wort Self-Control. Also eine Steuerungszentrale zentral, aber die Einheiten autonom im vorgegebenen Bandbreiten entscheiden lassen. Jetzt gerade auch mit dem Kunden. Der Vertriebler ist beim Kunden, aber ich muss im Unternehmen sicherstellen, kriege ich die Informationen zurück, gehen die in alle Bereiche. Und das muss zentral gesteuert sein. Jetzt kann ich das zweite Bild bringen. Wir sind hier am Flughafen. Der Tower steuert ja auch zentral. Aber die Piloten fliegen die Maschinen rein. Also so das Bild ein bisschen kreieren. Und das hat nichts mit Befehl oder der Patriarch, der da in diesem Tower sitzt und dann Befehle gibt, sondern über eine Steuerung denken. Sagen, wo muss ich Regeln lenken, unterstützen, wo läuft etwas aus dem Ruder, gerade in einer komplexen und sehr vielschichtigen Welt.